Hallo und herzlich willkommen, da bin ich wieder und der Mond, der ist mir jetzt langsam egal, ich finde ihn gerade eh nicht mehr. Ich habe die Befürchtung, dass er vielleicht hier unten ist. Das ist aber die Frage, wie ich da hoch und da rankommen soll. Ach, guck mal, die Schwanzsprünge, Mann. Vielleicht. Also rein theoretisch könnte es sein, aber ich glaube nicht, weil das X schon ein wenig weiter weg ist als an dem Punkt, wo ich gerade hier rumspringe. Nee, toll. Leider nicht. Hat sich's erledigt erstmal mit dem Mond hier. Ich habe echt keine Ahnung, wo der sein soll. Pauline hilft mir auch nicht. Freut sich mir über die blöde Handtasche hier. Ich glaube nicht, dass hier drinnen noch was ist. Nee. Also, wir machen das so. Ich gucke einfach mal offscreen nach dem Mond. Irgendwann mal. Jetzt wollte ich mich eigentlich eher die anderen Monde da widmen. Und zwar habe ich hier schon eine Idee mit dem Motorroller. Das ist natürlich der einzige, der auch hier auf dem Dach schon ist. Und da müssen wir halt einfach mal einen mega Jump machen. Bis auf die anderen Hausdächer. So. Wir müssen ja nur da hinten rüberkommen. Den Rest haben wir dann ja schon geschafft. Ja? Also. Drehen. Gucken, ob wir es schaffen. Ja, sieht doch gut aus. Mensch, sieht doch gut aus. So. Jetzt können wir uns hier bei dem auf dem Parkplatz hinstellen. Dann kann er sich halt auch mal freuen. So. Oh, Glückwunsch, Mann. Du bist mein allererster Kunde, Mann. Hier, für dich. Alles klar. Sprung ins Ungewisse. Haben wir wohl ganz gut hinbekommen. Wäre uns bald wieder, ja? Nö, das reicht eigentlich. Ich muss nicht so auf Motorroller fahren. Ich stehe auf Düsenjets. Aber die gibt es ja hier leider im Spiel nicht. Fliegen macht mehr Spaß. So. Hier gibt es auch noch was. Und zwar genau hier. Mit dem Ding, ja. Oh, toll. Versteck im Schrott, alles klar. Aber schön, wie sie es noch so bewegt. Wie es noch so mitreagiert. Ja gut, dann haben wir hier noch. Gut, dann mache ich einfach so einen mega Weitsprung darüber von da oben. Dann kommen wir da schon rüber auf die anderen Häuser und dann schauen wir mal, ob wir da leicht die Monde finden oder ob es auch wieder zu Komplikationen führt. Weitsprung funktioniert. Alles klar. Also wir sind direkt über einem Mond. Die Stampfattacke funktioniert schon wieder nicht. Ich spüre aber auch gar nichts, ja. Achso, guck mal hier. Na gut, das ist hier das Porträt. Okay, alles klar. Und dann haben wir da auf der anderen Seite noch einen Mond. Lass uns mal ran tüfteln. Hier. Geht's da auch rein? Ja, da geht's auch rein. Schauen wir mal drinnen noch. Ein paar drinnen finde ich mir. Ach, da waren wir doch schon. Ich erinnere mich an diesen Ort und ich werde, es befindet sich noch wenigstens ein Mond hier drin. Alles klar. Da waren wir nicht gründlich genug. Dann waren wir nicht gründlich genug. Zurück geht es jedenfalls nicht. Wie wär's denn, wenn wir alle Münzen sammeln? Oder mal die Röhren überprüfen? Kann es natürlich auch sein. Ah. Da haben wir's. Den geheimen Mond unter der großen Leinwand. Gut. Das ging fix. Können wir jetzt hier raussteppen?
Schon wieder fast tot. Mann, Mann, Mann. Wenn wir da eigentlich rein? Nö. Passiert nichts. Aber brauchen wir auch nicht. Wir haben ja alles. Dann gehen wir mal raus. So, wo geht's denn jetzt lang? Wir haben jetzt hier noch ein paar Monde. Und die kommen nicht ran. Das ist der Porträt. Da habe ich keine Ahnung. Und hier habe ich genauso keine Ahnung. Und zwei Münzen fehlen uns immer noch leider. Ich habe die immer noch nicht gefunden. Da will ich mal offscreen ein bisschen nachforschen, wo da was sein könnte. Hinweise ansonsten. Brauchen wir gar keine mehr. Der eine fehlt uns, der wird angezeigt. Der wird uns angezeigt. Und der wird uns angezeigt. Dann sehen wir alle Monde. Dann brauchen wir auch gar keinen Hinweis mehr von dem Todi. Da würde ich sagen, gehen wir zurück zur Odyssee. Und schauen mal im nächsten. In der nächsten Welt nach, was wir so tun können. Geben wir erstmal unsere Monde ab, ne? Sind ja doch schon einige geboren. ...637 Monde, alles klar. Ist aber gar nicht übertrieben. Ach, hier drinnen werden wir automatisch geheilt, ist auch schön. Und ich glaube, jetzt geht es ja in die Polarwelt. Von daher... Tada. Ach nee, wobei, Peach wollte zum Strand, ne? Zur Strandwelt. Werden wir uns das anziehen. An der Strandwelt fehlt auch noch so viel. Ah. Ich weiß auch gar nicht, wo da was sein soll in der Strandwelt. Los auf in ein anderes Land. So, Cityland, Polar, Küstenland. Alles klar. Ja, wir haben natürlich eine andere Reihenfolge, aber wir nehmen die Reihenfolge, die Peach uns vorgibt. So haben wir ein bisschen Struktur drin. Denke ich. Ach ja, irgendwie freue ich mich gar nicht, wieder hier zu sein. Ich weiß nicht, die Welt ist an sich schön, aber naja. Der Mondquader hier leuchtet ebenfalls, so voll krass, Mann. Jo, da kümmern wir uns auch bald drum, sobald wir hier alle Monde haben. Oh, wie viele noch fehlen, Mann. Oh Gott, immerhin haben wir schon alle Münzen, aber ich weiß gar nicht, wo ich da suchen soll. Hallo Tod, helf mir mal. So weit draußen, ja. Ah, alles klar. Jetzt geben wir wieder unser ganzes schönes Geld aus. Schade. Schade, schade, schade. Weil wieder auf die 6000 drauf. Ja. Das ist schade. Aber was soll man machen? Ne? Das zeigt uns auch immer dieselben. Ne? Wahrscheinlich gibt es da irgendwelche Röhren, wo man wieder zwei Stück bekommt. Ich glaube, der zeigt uns alle und holt mich irgendwann wieder rum. Das sind ja doch schon viele, ne, die er uns zeigen muss. Können wir selber auf die Karte gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Hinweise hat er uns jetzt gegeben. 7 Hinweise. 7. Fehlen uns noch 10. Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Das wären 500 Münzen. Kriegt er noch von uns. Sind wir nur wieder bei 6000. Oh. 300. Oh Gott. Aber immerhin gibt er uns noch die Hinweise. Hab jetzt vergessen zu zählen. Aber ich glaube, 7 Hinweise muss er uns noch geben. Kann es sein, dass sie gar nicht so eine Sperre haben, sondern dass er uns dauerhaft Hinweise gibt? Habe ich mich da immer nur vertan? Durchaus sein.
Er hat ein bisschen was von diesen Schlaumi-Schlumpfer. Den mit der Brille, heißt der so? Diesen Streber? Der sieht doch fast so aus. Keine Ahnung, wie ich gerade drauf komme, aber... Wahrscheinlich, weil er auch blaue Punkte hat und eine Brille. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, 15, 15, 4 noch. Ich glaube 2. Na, jetzt beim nächsten sagt, dass Schluss ist. Dann haben wir alle. Und wir sind arm. Wir sind wieder mega arm. Genau, keine Hinweise mehr, alles klar. Dann können wir jetzt auf Jagd gehen. Wahrscheinlich war es eh doof, was ich gemacht habe, aber ich hatte gerade echt keine Lust mehr zu suchen. Die blöden Viecher. Da ist er da. Vibration in der Unterwasserhöhle. Bisher muss noch nicht mal mit ihm reden. Und tschüss. Ist hier noch was drunter? Ich schaue nochmal. Nö. Gut. Dann gehen wir mal geradeaus zu diesem Ort hier. Ein Hund. Der führt uns doch wieder. Nur an Münzen. Oder ist hier wirklich ein Mond? Gespannt. Hier soll ich mal buddeln. Ah, noch Münzen. So, jetzt rennt er uns wieder hinterher. Muss ich quasi ihn zu den Ort locken, wo was sein könnte, ja? Wie sieht's denn hier aus? Ja, hier will er nicht hin. Wegen Wasser. Das ist ja schade. Dann laufen wir einfach mal den Strand ein bisschen ab. Irgendwann mal muss er ja anspringen. Und zwar tut er das hier. Alles klar. Wieder nur Münzen. Schade. Ich hatte jetzt echt gedacht, wir haben es jetzt gefunden. Los, Hundi. Suche. Sei ein braves Hundi. Hier soll auch wieder was sein. Ich bin der Meinung, hier ist jetzt aber wirklich der Mond. Also ich bin jetzt dreimal im schwarzen Dunkel suchen lassen. Am Strand gefunden. Ein guter Hund. Jo. Ein wirklich guter, braver Hund. Ach ja, er hier noch, ne? Den brauchen wir ja auch bestimmt wieder. Oder erst bei dem anderen. Nee, ne, ich glaube jetzt. Da ist ein Mond. Gumbas? Könnte das sein mit Gumbas? Oder ich fliege da einfach hoch? Nee, ich fliege da jetzt hoch. Da sind doch genug Viecher. Das wäre nicht abzuholen. Da haben wir ihn. Auf der Klippe über den Strand. Gut, und dann haben wir doch da auf der anderen Seite auch noch was. Er fällt ganz schön langsam runter, muss ich sagen. Wenn mir das so gefallen soll, weiß ich nicht.
hier überall was sein. Hallo, Echo. Jo, hi, hi. Da oben. Da müssen wir hin. Das ist ja wohl mal sowas von klar. Die Frage ist mal wieder. Wie kommen wir da hoch? Gar nicht wahrscheinlich. Oder mit einem Porträt. Die Gummis, die bringen uns da nichts. Ich freue mich wieder auf das Cooper-Rennen, ey. Das wird wieder. Das wird wieder schön. Dann müssen sammeln wir noch ein. Weil, warum nicht? Wir haben ja schon echt viele verbraten wieder. Aber da hinten soll was sein. Das habe ich überhaupt nicht bemerkt. Dir entgeht echt gar nichts. Ach, es war auch nur ein Tipp. Was die Gezeiten zurückließen. War da auch nur ein Tipp. Wie ist da? Und da oben komme ich irgendwie nicht dran. Das finde ich nicht so toll. Wirklich. Das finde ich nicht toll. Ach, Volleyball spielen müssen wir bestimmt auch noch, ne? Natürlich. Da gibt es zwei Dinge. Müssen wir hier nochmal rein? Wahrscheinlich. Oder auf dem Dach oben. Ja, hier habe ich doch schon getanzt. Ist ja nichts Neues. Da ist doch nichts. Auf jeden Fall da oben, ne? Ja, genau. Genau, da fehlt uns noch ein Samenkorn. Es wäre schön, wenn der Samen uns angezeigt wird, aber das ist nicht so. Leider. Das ist leider nicht so. Und hier ist was. Ich glaube, ohne diese Krake kommen wir hier nicht weiter. Hier ist gar nichts. Was mache ich hier? Hier ist was. Da unten. Nee, da auch nicht. Hier ist was. Hier so drauf. Der Seezunge. Aber irgendwie. Na, hier so. In der Kante, ganz komisch. Ach, über uns, alles klar. Natürlich. Aber ich habe keine Ahnung, wie wir da hochkommen. Unten kommen wir nicht weiter. Naja. Volleyball mag ich jetzt nicht. Ich schwimme jetzt. Ganz ehrlich, da müssen wir uns auch teleportieren wieder. Gehen wir da rein. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir schaffen heute gar nichts, weil wir irgendwie immer von A nach B gehen und da kriegen wir aber nichts und. Ach, herrlich wieder, herrlich. So, wir müssen hier rüber. So, hier oben soll was sein, ne? Na, schauen wir uns das mal hier genauer um.
Jetzt habe ich hier wieder irgendwas vergessen. Und jetzt sollten wir uns hier gleich ein Fischi holen. Und uns genau hier mal umschauen. Selbst hier in den Pflanzen was sein. Ach, die Aale. Ah ja, guck mal hier. So leicht. Blick zurück in den dunklen Tunnel. Okay. Dann können wir eigentlich auch gleich wieder hier raus, weil dann müssen wir auch nicht mehr Leben verschwenden. Vielleicht sagen wir gehen dahin. Wey, immerhin einen Mond haben wir schon bekommen. Geil. So, hier liegen schön viele Münzen. Aua. Kling. Kling. Und kling. So, wo kriegen wir jetzt Fische her? Da schwimmt einer. Ja, ja. Merci. Schön, dass du dich für mich zur Verfügung stellst. Jetzt schwimmen wir hier mal ein Weilchen raus. Ach, so weit raus ist es gar nicht. Es sieht viel weiter draußen aus, als eigentlich es ist. Ach nee. Man braucht hier gar nicht rauszukommen. Also hier soll eigentlich was sein. Hier ist aber nichts. Da ist nichts. Und hier? Wie sieht es hier aus? Ich merke halt auch nichts vibrieren. Bloß noch ein bisschen. Also ich glaube, wir kommen hier nicht weiter. Wenn, dann müssen wir von unten. Von hier. Da gibt es doch bestimmt irgendwo einen Tunnel. Da sage ich doch. Schnappen wir uns hier mal so ein Fischi. Und dann schauen wir uns hier mal in den Tunnel um. Tunnel, Tunnel, Tunnel. Oh, ich bin gespannt. Hier war ich ja noch nicht. Lücke im Meeresgraben. Schwer war der Mond eigentlich gar nicht. Und jetzt die Frage, wie kriege ich den anderen da? Wie kriege ich den anderen? Was muss ja da sein? Aber die Stampfattacken, die bringen nichts. Drüber ist auch nichts. Die Gegner besiegen bringt auch nichts. Kann es sein, dass ich die gar nicht töten darf? Alter, wie viele sind es, ey? Ich muss die töten. Blubberstrand, nördliche Gefilde. Ich weiß jetzt nicht, was ich hier gemacht habe, warum ich jetzt auf einmal jetzt bekommen habe. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Hm. Merkwürdig. Merkwürdig.
Wenn ihr was wisst, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich jedenfalls habe eigentlich nur auf die kleinen Inseln gestampft irgendwann. Und dann hat da irgendwas mal geleuchtet. Dann habe ich da gestampft und dann ging das Leuchten zur anderen Insel. Und dann habe ich da nochmal raufgestampft. Aber keine Ahnung, was das jetzt sollte. Tut mir echt leid, weiß ich nicht. Kann ich euch nicht verraten. Okay. Aber genug davon. Wir quatschen mal mit der Schnecke. Die Eidechse da oben auf dem Leuchtturm redet die ganze Zeit davon, dass sie hierher, was, dass sie hierher fliegen wird. Ich glaub's erst, wenn ich sehe. Okay. Wie komme ich denn da hoch? Mittels diesem Strahl komme ich da hoch. Okay, achso, guck mal hier. Da kann ich mich am Funkeln des Wassers. Bla 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 bla. Hier, der Mond ist für dich. Messi. Beach im Küstenland. Das Land mit Eis und Schnee scheint mir der perfekte Urlaubsort zu sein. Seine Bewohner waren auch ganz reizend. Gut, danach geht's also in das Schneeland. So, der Typ will, dass wir mit der Eidechse, die da steht, rumflattern. Wie kommen wir denn da hin? Das war doch irgendwie mit dem Leuchtturm, ne? Also, nicht mit dem Leuchtturm. Natürlich, das ist ja der Leuchtturm, aber ich meine, ich bin gerade zu konzentriert, da kann ich nicht reden. Tut mir leid. Halt, 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 halt. Okay, die Dinger sind weg, die Münzen. Ah, die sind leider weg. Schade. Der war doch hier drin, ne? Dann muss ich da doch mal da lang. Von hier aus komme ich dann oben auf den Leuchtturm drauf. Probieren wir da mal noch lang zu sehen. So, dann holen wir uns vielleicht noch einen Fisch. Und schwimmen. Einfach schwimmen, schwimmen, aber schwimmen. Guck mal, wie diese blöden diese Aale hier. Und da. Oh. Okay, da kommt noch einer raus. Ich dachte gerade, warum kommt da keiner? Ja, okay. Guck mal, ob noch irgendwo Münzen sind. Haben wir eigentlich alle Münzen? Ja, wir haben alle Münzen. Gut, dann brauchen wir nicht mehr zu gucken, ob alle Münzen da sind. Da noch ein Herz. Das brauchen wir auch nicht. So, und jetzt sind wir auf dem Leuchtturm und da ist doch der Segeltypi. Mit dem Segeltypi können wir dann endlich rüber und dann haben wir die. Ja, das geht nie rum auf für eine Party. Ja, dann haben wir da den Mond, ne? Was hast du denn? Der Kerl da will unbedingt sehen, wie jemand von hier zum Glaspalast fliegt. Mir wäre das ja gefährlich. Oder zu gefährlich. Oma, komm mal her hier. Ist doch kein Problem, Mann. Gehen wir doch hin. Oh, dein Flug war ja wirklich ein spektakulärer Anblick, Mann. Bitte nimm das hier als Zeichen meiner Dankbarkeit. Jo. Segelflug vom Leuchtturm. Alles klar. Also bis jetzt geht's dann doch eigentlich ganz gut klar mit dem Monden. Was ist das? Ah, Cooperin. Machen wir am nächsten Part den Cooper. Schwachsinn. Nein, 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 nein. Bitte nach oben. Danke.
Dann holen wir uns hier noch die Mode, würde ich sagen, und dann verabschieden wir uns. Nee, falsche Richtung. Hier lang. Da ist ein Mond. Aber wo? Hier in der Aalhöhle, ne? Kann halt auch nicht angreifen, ne? Das bringt halt nichts. Ach, guck mal hier. Ach Mensch, ach Leute. Versteckt im Abseits. Manchmal geht es dann doch leichter als eigentlich gedacht. Den Aal muss man nicht unbedingt besiegen. So, jetzt holen wir uns hier noch den Mond, der hier irgendwo sein soll. Und dann war's das. Dann sage ich adieu. Was fällt dir eigentlich ein? Jetzt gehörst du mir. So, habt ihr hier irgendwas für mich? Ihr habt noch irgendwas für mich. Ah, das fühlt sich herrlich an. Ich werde hier niemals wieder rauskommen. Thermal, ja. Thermalinsel. Heißt hier, oh, herzlich willkommen. Nicht über ein Fußbad. Ah, mein Kofferbacken haben wir die Badesachen vergessen. Ist das eine Anspielung mit den Badesachen? Ganz sicher ist das eine Anspielung. Ich kenne doch schon diese Sachen. Wir haben ja auch eine Shorts, eine Badeshorts. Ach, der Part ist schon wieder so lang. Badesachen, soll ich jetzt Schnorchel und so einpacken oder die Shorts? Schwimmeroutfit. Oder... Punkte-Shorts, ultra-bequem-lässige Shorts und angesagten Fliegenpilz-Optik. Ja, keine Ahnung. Schauen, ob es das ist. Damit kann man ja auch schwimmen gehen. Vielleicht irre ich mich auch einfach und dann gibt es gar nichts. Ja, also von dem jedenfalls. Vielleicht irgendwo anders der Stern oder der Mond. So, Alter. Ah, im Kofferbock haben wir wohl die Badesachen vergessen. Findest du mich nicht toll? Findest du meine Badesachen nicht toll? Gut, das bringt nichts, aber eigentlich muss ich hier auch gar nichts machen, sehe ich gerade auf der Karte. Oh, ich schon wieder, ne? Ich schon wieder. Wo ist denn das? Da ist das. Ach was, hier ist der letzte Samen. Na gut, dann machen wir hier die Samenquest noch. Ah, und dann haben wir es geschafft. Dann haben wir alle Samen. Ach ja, schwimmen hätte ich auch mal wieder Bock. Wieder Urlaub, schwimmen, am Strand. Muss das Wasser aber auch so klar sein? Dann ist das schön. So, im nächsten Part, was machen wir da? Da kann ich schon direkt sagen, weil wir schon da an der Quelle stehen. Werden wir ein wenig Volleyball spielen. Bin gespannt, wie ich mich da anstelle. Oh, da ist noch eine Note. Ups.
Gut. Lass mich mal gucken. Die Note, die haben wir schon. Man, da sind zwei so eine Dinger, aber. Ist da über uns auch noch mal was? Nee, sieht nicht so aus. Achso, da oben, der eine ist ja schon abholbereit. Gar nicht gesehen. Wie kriege ich den? Irgendwann wahrscheinlich, aber nicht jetzt. Wenn nicht, dann fliege ich da irgendwann mal rüber. Jetzt diese Krake. Ja, das wird so nichts. Na gut. Denn ist ja schon mal klar. Also hier haben wir keine Ahnung. Hier ist Volleyball. Hier sind die beiden Blumen. Hier habe ich auch keine Ahnung. Und hier ist Cooperin. Dann haben wir ja soweit schon alle. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Und als nächstes aktivieren wir dann den Block und dann geht's weiter. Gut, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Schaut beim nächsten Mal wieder dabei. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und wenn nicht, dann halt nicht. Und ansonsten, bis dann. Tschüss.